Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial hier in Minecraft. Und zwar wollte ich euch heute mal... Oh, hier habe ich ein Ei direkt gefangen. Weg mit dir. Ich wollte euch heute mal die neuen Patch Notes etwas näher bringen. Und zwar, was alles dazugekommen ist mit Version 1.8. Die gibt es ja jetzt schon offiziell. Ist die rausgekommen. Und die schauen wir uns heute mal an. Also zum einen habe ich hier mal alle Steine aufgebaut und dazu geschrieben, was es ist, nämlich polierter Andesit und normaler Andesit. Und ihr seht schon, ich habe ja normalerweise das Chroma Hills Texture Pack, aber manche haben keine Textur, weil es die noch nicht gibt im Chroma Hills. Und dennoch sind diese neuen Steine hier, eigentlich haben die echt schon eine relativ schöne Textur. Also Andesit und hier Diorin. Die haben echt eine schöne Textur, auch ohne dass man in Minecraft irgendwas eingestellt hat, irgendwelche Texturenpacks erledigt hat. So, dann haben wir hier die Seelaterne, die macht Licht, das kann ich mal gerade zeigen kurz. Machen wir es mal dunkel. So, die macht ziemlich viel Licht. Ihr seht, den Radius ist, der ist 15, der Radius, und der hat auch noch diese schöne Animation drauf, wenn ihr es seht. So, setzen wir es wieder zurück, bevor hier alle Monster spawnen. Dann haben wir hier dunkles Prismarin. Wir haben Prismarin-Backstein, normales Prismarin. Dann haben wir hier, das ist mal der normale Track, den habe ich hier aufgebaut. Das hat natürlich jetzt die Chroma Hills Textur, deswegen sieht der so schön aus. Und ihr wisst ja, wie normalerweise Track aussieht. Aber wir haben jetzt auch noch den grobkörnigen Track. Der kam jetzt neu dazu in der 1.8. So, und das nächste ist der Schleimblock. Da werde ich euch später noch was zu zeigen, ein bisschen. Auch ein schöner Block, aber zum Bauen, so ein bisschen, kann man so ein bisschen durchgucken. Auch ist es ein bisschen transparent. Dann haben wir Granit. Einmal den normalen Granit und den polierten Granit. Und was es auch noch neu gibt, ist der rote Sandstein. Der ist hier zu sehen, da gibt es auch jetzt Treppen und Slabs von. Außerdem halt die drei verschiedenen Formen hier. Der ganz normale rote Sandstein, dann dieser Chiseled, ich bin mir nicht sicher, halt mit so einem kleinen Muster drauf hier und mit so einem Strich hier oben, den roten Sandstein gibt's. So, und was es jetzt auch ganz neu gibt, was ich auch sehr interessant finde, ach, geh mal weg, du Schleim, na toll, hier gibt's jetzt Banner, die kann man sich an die Wand hängen, das sind wie Wandteppiche im Endeffekt, nur dass man da wohl auch noch auf irgendeine Art und Weise, das habe ich jetzt leider noch nicht rausgefunden, aber man kann auf jeden Fall ein Zeichen hier drauf machen. Das heißt, das werden wir für die Ork-Welt auf jeden Fall richtig, richtig gut einsetzen können. Da werden wir uns ein schönes Banner erstellen. Da schauen wir mal. So, jetzt hier direkt hinter mir, seht ihr schon, habe ich schon was aufgebaut. Da brauchen wir mal ein paar Rüstungsstücke. Nämlich haben wir da, oh, und die Füße, einen Rüstungsständer. Und ja, wir machen es mal eine komplette... Na komm. Eine komplette Diamantrüstung. Die kann man da einfach dran setzen. Zack. Und Hosen. Und ein Helm. So, und was noch fehlt, ist natürlich ein Kopf. Ein Kopf. Da kann man dann auch jegliche Köpfe quasi reinsetzen. Zack. Oh, aber jetzt ist der Helm weg oder was? Ja, okay. Also entweder... Oh, jetzt habe ich es komplett weggemacht. Also entweder Helm oder Kopf anscheinend. So, machen wir mal hier weiter. Die Boots und den Helm. Aber ist auch ganz lustig. Und was ich schon gesehen habe, man kann damit quasi auch Animationen machen. So, dass hier einfach Männchen rumlaufen würden. Was natürlich sehr, sehr geil ist. Für Adventure Maps vor allem. So, was man noch machen kann, sind die... Man kann zum Beispiel auch diese Dinger, die Pumpkins, einfach als Köpfe benutzen. So. Ist ja auch ganz witzig. Kann man sich sogar noch so, keine Ahnung, Gegner machen oder so. Es sieht auf jeden Fall lustig aus. Und wir brauchen... Ja, okay, so macht man es einfach weg. Schade. Naja, gut. Hier zeige ich mal die neuen Türen, die es jetzt gibt. Ganz, ganz viele neue Türen. Und zwar einmal Birke, Fichte, Dschungelholz, Arcadia, das ist dieser neue Art, die neue Art von Baum, die glaube ich das letzte Mal auch schon dazu kam, und die dunkle Eiche. Und
Das Pendant dazu gibt es jetzt auch als Zäune von Birke, Fichte, Dschungelholz, Akazie und dunkle Eiche. Und natürlich auch das gleiche mit den Türen. Also den Zauntüren. Die gibt es jetzt auch in verschiedenen Farben. Was auch sehr schön ist. So, jetzt zeige ich euch mal hier diese Schleimblöcke. Es sind hier 12 Blöcke. Und ich zeige es euch erstmal an dem hier. Was ganz witzig ist daran, ist, man kann es schon sehen, wie ich das da aufgebaut habe. Man kann jetzt Blöcke da dranhängen quasi. Und die werden einfach mitgezogen. Die hängen sozusagen an dem Schleim dran. Und zwar in allen Richtungen. Also auch der unten wird auch mitbewegt. Das kann man hier mal sehen. Der wird auch mit nach vorne gezogen. Deswegen ist hier ein freier Platz, weil hier drunter zwei Steine sind. Auch sehr, sehr schön, kann man sehr, sehr viel mit anstellen, denke ich. Und was noch ganz cool ist an dem Schleim, man hüpft darauf wie auf einem Trampolin. Oh, natürlich nicht, wenn man daneben fällt. So, jetzt aber. Bing. Geil, oder? Kleines Trampolin. Und das ist wirklich gut gemacht. So. Also das kann man auch super in unserem Jump'n'Run, was ich ja noch bauen will, kann man das super einsetzen. Jetzt geh endlich weg, du dummer Schleim. So. Das nächste sind die Iron Trapdoors. Also die eisernen Falltüren. Die gibt's... die gab es ja früher schon, die Falltüren, nur aus Holz, das heißt, man konnte sie immer mit der Hand öffnen und wieder schließen oder auch mit Redstone. Bei den eisernen Falltüren ist es genau wie bei den eisernen Türen, dass man sie nur mit, also nicht per Rechtsklick hier öffnen kann, sondern nur mit einem Redstone-Signal. So. Das nächste, was ich gern zeigen würde, sind... Oh. Die Häschen. Häschen gibt es jetzt neue. Und hier seht ihr sie schon mal. Ich lasse mal frei. Komm raus. Na komm, einer wenigstens. Ja. Und die hüpfen so schön rum. Wie ihr seht. Der hüpft direkt weg. Und noch einer. Und die vermehren sich auch wie die Karnickel. Einfach nur so schnell. Unfassbar. So. Was haben wir noch? Wir hätten das hier noch anzumieten. Und zwar gibt es jetzt... Oh, nee, wo sind wir? Hier, Endermite. Und... Ach, immer diese Eier. Na? Guardian, da ist er doch. Sehr schön. So, die Endermites, die mache ich mal hier rein. Die erscheinen wohl manchmal, wenn man... wenn man... eine Enderperle wirft und sich irgendwo hin teleportiert, dann erscheinen die einfach. Sind wie Silberfische so ein bisschen, haben auch das gleiche Geräusch. Oder wenn ein Enderman sich wegteleportiert selbst, dann erscheinen die auch. So, dann haben wir noch die Guardians. Eine neue Art von Gegnern, die eigentlich wohl im Wasser leben, aber wenn sie auf Land sind, hüpfen sie einfach so rum und sterben auch nicht davon. Und hier habe ich sie nochmal fürs Wasser. Na. Ui. Da sieht man, die schwimmen da drin. Und wenn man einen Squid, einen Tintenfisch dazu wirft, hier haben wir einen, dann greifen die den an. Zack, sofort tot. Nee, noch nicht. Ah. Na, wollt ihr noch? Ja, also man sieht, die gehen auf jeden Fall drauf. Aber wollen irgendwie nicht so richtig. Ah, jetzt sieht man's. Okay, tot ist er. Einfach tot. Okay. Ja, sehr schön. Und ja, die neuen Items kann ich nochmal zeigen. Die sind hier drin. Und zwar prismarine Kristalle, prismarine Scherben. Und die beiden Sachen, die kriegt man, wenn man diese Guardians umbringt. Dann gibt's Rabbit Stew, natürlich ein Gericht, was man aus Rabbit einfach, also aus Hase kochen kann. Dann gibt's einen Hasenfuß, ein Raw Mutton,
Weiß ich gar nicht jetzt genau, was das für ein Tier mal war, aber das gibt's noch. Dann das Hasenfell und natürlich der gekochte Hase. Den muss man ja dann nur in den Ofen legen quasi. So, und was ganz lustig ist noch, ist der Splash Potion of Leaping. Das heißt, man kann mit dem höher springen. So, sieht man schon. Und wenn wir jetzt können das mal ausprobieren, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ah, ist aber auch nicht höher, ne? Aber ist richtig cool mit dem Dings, mit den Schleimblöcken. Die freuen mich echt tierischst. So, was haben wir noch? Wir haben endlich einen funktionierenden Schwamm. Das hat ja ziemlich lange gedauert. Und ein paar Leute hatten es auch schon geschrieben, dass man das wohl machen kann. Mit dem Schwamm einfach Wasser aufsaugen. Aber es hat bei uns nie funktioniert und es lag halt noch an dem alten Patch. Beziehungsweise gab es es früher schon als Mod. Und hier habe ich jetzt den Schwamm. Der sieht auch mit dem Chroma Hills Texture Pack leider nicht aus wie ein Schwamm. Aber der saugt in einem 5x5x5 Radius quasi alles an Wasser auf. Was ziemlich, ziemlich viel ist. Also nach oben, nach unten, in alle Richtungen. So. Und dann können wir einfach hier ein paar Schwämme hinsetzen und alles Wasser verschwindet. Und jetzt sieht man, das hier ist jetzt ein nasser Schwamm. Sieht man auch deutlich von außen, haben sie eine kleine Animation dazu gemacht. Den kann man dann auch einsammeln, anscheinend. Als nassen Schwamm und muss ihn dann wieder trocknen im Ofen. Ja, und das war's soweit, was die neuen Blöcke angeht. Und wir sehen uns das nächste Mal, dann gehe ich noch ein bisschen auf die Kommandos ein, die neuen Kommandos, die es jetzt gibt. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Tschö! So Leute, die Version 1.8 von Sommerland ist draußen und wir sind gerade am Zweifeln, sollen wir die auch in Sommerland einsetzen oder nicht. Das Problem ist, dass wir keine Shader mehr zur Verfügung hätten, leider. Das dauert wohl noch ein bisschen, bis die Shader-Mod für die 1.8 auch rauskommt und es würde dann nicht mehr ganz so schön aussehen alles. Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.